Hey Leute, also Video Nummer 2, wie versprochen, ich führe den Vlog fort. Wir sind in Portugal angekommen, wir sind jetzt im Airbnb, das Airbnb ist ganz cool. Wir waren auch schon einkaufen und ich mache noch auf jeden Fall in der Videoreihe so einen Rundgang durchs Airbnb, damit ihr seht, wie wir wohnen. Aber heute habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt noch ins Training. Glücklicherweise habe ich nur Waden und Brust. Also ist nicht so krass anstrengend. Beine habe ich ja gestern schon vom Tisch genommen. Die Maren hat Beine, aber ihre Beine wachsen so krass in letzter Zeit, dass sie jetzt nicht mehr so... Sie macht Quadrizeps mit Waden und Bauch zusammen und für Quadrizeps macht sie nur Beinstrecken und eine Kniebeugen-Variante. Nein, nur noch 3 Sätze Beinstrecken. Ah, okay, sie macht nur noch 3 Sätze Beinstrecken und dann halt Waden und Bauch, weil ihr Oberschenkel komischerweise geraten ein bisschen aus dem Ruder. Also wenn ihr mich fragt, nicht, aber ist halt... Sie macht ja ihr Ding selber, deswegen ist ihr Körper und sie kann den formen, wie sie möchte. Ich persönlich mache Brust und wie wisst ihr, ich kann von beiden nicht genug haben, also je größer, desto besser. Ich habe wie gesagt Waden und Brust, das wird Spaß machen. Gegessen habe ich schon 2-mal auf der Reise und... Vorm Training gibt es einen Shake, während dem Training trinke ich mein Intra, wisst ihr ja. Und so wie es ausschaut, ich sage euch ganz ehrlich, ich esse danach noch eine große Mahlzeit und dann gehe ich pennen. Ich haue mir eine Valium rein, dass ich pennen kann und dann geht es morgen ganz früh in den Tag, sodass ich meine beiden Trainings abschließen kann, bevor das Athletenmeeting stattfindet. Was sagst du dazu? Bin ich dafür. Ja. Allerdings weiß ich überhaupt nicht, wann das stattfindet. Weil es gibt ja keine richtige Website. Wir wissen nicht, wann das Athletenmeeting ist. Nein. Vielleicht ist es auch am Samstag. Ja, müssen wir nachher mal gucken. Ich sollte, glaube ich, mal dem Typ schreiben auf Instagram. Also dem Mr. Big Dings da. Also das wäre nämlich schon gut zu wissen. Der Kaffee hier schmeckt ziemlich scheiße. Ich habe so einen Instant-Kaffee gekauft. Die Maren sagt, der ist scheiße. Hauptsache er wirkt. Auf jeden Fall, wir zeigen euch jetzt gleich das Studio. Ich mache da ein paar kleine Ausschnitte rein. Wahrscheinlich wieder mit Musik drüber, weil da bestimmt Radio läuft und dann kann ich das nicht verwenden auf YouTube. Ja, soweit so gut. Bis gleich. Yeah.
Leute, das war das Training. Ich sage euch ganz ehrlich, es war ziemlich muschimäßig. Aber das war alles, was heute ging. Ich sage euch noch mal kurz, was ich gemacht habe. Erst stehendes Wadenheben, dann sitzendes Wadenheben, dann noch mal Waden in der Beinpresse. Das habe ich nicht gefilmt, weil das ist langweilig. Dann habe ich angefangen mit Kurzhantel drücken, Schrägbank. Ich habe dann auch schon wieder vergessen zu filmen. Deswegen seht ihr nur den allerletzten leichten Satz. Dann so eine Brustpresse. Die war ganz cool, weil jeder Arm individuell arbeitet. Aber war schwer rein und raus zu kommen, wie ihr seht. Dann habe ich noch einen Supersatz gemacht. Cable Crossovers und Liegestütz. Das habe ich auch nicht gefilmt, weil da waren so viele Leute. Und ich wollte da keinen stören. Dann noch Stretching. Und jetzt gehe ich zurück ins Airbnb und essen und dann schlafen. Das war's für heute. Vielleicht filme ich nochmal meine Post-Workout-Mahlzeit, damit ihr die seht. Aber ich gehe auf jeden Fall dann gleich ins Bett, sehr früh. Und dann geht es morgen früh raus. Wie gesagt, damit ich meine beiden Trainingseinheiten durchbringe, bevor das Athletenmeeting ist, wenn es morgen ist. Manchmal ist es auch am Samstag. Naja, sehen uns später. Also Leute, wie versprochen, ich habe geduscht, danke dir. Und ich habe trainiert, jetzt wird gegessen und dann wird geschlafen. Mein Post-Workout-Meal hier ist Chicken von Planet Meat, Code Rex und Reiswaffeln. Ich esse so 300 Gramm Reiswaffeln ungefähr und dann gehe ich endlich ins Bett. Und das hier ist 400 Gramm Hühnchen roh gewogen. Ich habe leider keinen Ketchup. Deswegen ist heute nur Oldschool Salz und Pfeffer. Aber morgen hole ich mir irgendeinen Ketchup oder sowas. Oder eine Barbecue-Soße. Weil sonst schmeckt scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Also für heute gute Nacht. Ich glaube, ich werde Tag 1 und Tag 2 in einem Video machen, weil heute war echt nicht viel los. Ja, danke euch. Ihr wisst ja, big-stone.de. Code ist Rex10 für Support.
Und morgen werde ich mich auch mal mit dem Ben treffen und ein paar Videos vom Training machen, die ein bisschen besser sind. Also dann. Okay, Leute, wir sind hier auf unserem Morgenwalk. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie die Kulisse hier aussieht. Also das hier. Ist ziemlich cool. Wir machen so 30, 40 Minuten. Das heißt, jetzt wird es langsam wieder Zeit, zurück ins Apartment zu gehen. Und dann gehen wir gleich ins erste Training. Also, guten Morgen, Tag 2, Portugal. Okay, Leute, wir sind im Gym und ich mache Schultern und Trizeps. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil danach ist das Athletenmeeting. Das Athletenmeeting ist jetzt in der Früh um 10. Es ist jetzt so ungefähr 8. Das heißt, wir müssen hier einen Zahn zulegen. Ich filme einfach von jeder Übung einen Satz. Am Ende mache ich euch ein Wrap-up, damit ihr seht, was ich gemacht habe. Und los geht's. Leute, wir sind zurück in der Wohnung. Ich war beim Athletenmeeting schon, gleich nach dem Training. Jetzt gibt es meine Mahlzeit nach dem Training. Das Athletenmeeting ging glücklicherweise sauschnell. Wir sind einfach rein, Musik abgegeben, zack, bumm, fertig. Bin jetzt hier offizieller Teilnehmer des Mr. Big Evolution Portugal Pro Wettkampfs. Meine Post-Workout-Mahlzeit ist wie immer heute Reiswaffeln.
zack. Und Hühnchen, dieses Mal mit Barbecue-Soße, worüber ich mich sehr freue. Und Spinat. Und dann lege ich mich erstmal hin, weil ich muss pennen. Leute, ich bin's nochmal. Wir haben entschieden, dass wir heute schon mit den Kohlenhydraten ein bisschen höher gehen. Also wir, die Marien und ich. Deswegen mache ich jetzt noch ein paar Schoko Crispies dazu. Das sind jetzt erstmal 50 Gramm. Die nächste Mahlzeit gibt es dann so in 2-2,5 Stunden. Es wird Reis sein und Fisch. Und dann so weiter. Am Ende des Tages werde ich euch dann ein Total posten. So ein Ausschnitt aus der FDDB-App, damit ihr genau seht, wie viel heute konsumiert wurde. Leute, ich bin zurück. Ich habe gepennt. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen frischer. Die Marien hat mich rasiert. Das haben wir natürlich nicht gefilmt, weil es ist keine Homo-Show hier, sondern Bodybuilding. Also ich bin rasiert. Peeling müssen wir noch machen, aber das machen wir morgen, heute Abend wahrscheinlich und dann morgen nochmal vor der Farbe. Jetzt gibt es meine nächste Mahlzeit. Habe ich euch ja schon angekündigt. Passt auf. Wir haben hier rohes, alles Rohgewicht immer. 400 Gramm Fisch mit Tomate, ihr kennt es ja von zu Hause. 250 Gramm Reis. Ich werde auch noch ein paar Tropifrutti dazu essen für extra Kohlenhydrate und Zucker. Weil ihr wisst, wenn man einen Insulinausstoß bewirkt nach dem Essen, dann hat man schneller wieder Hunger. Ja, und darauf kommt es heute an. Nach der Mahlzeit mache ich dann einen Verdauungsspaziergang mit der Maren draußen. Vielleicht treffen wir uns mit dem Michael Schneider, der die 212 macht, auf einen Kaffee. Und dann steht das zweite Training an. So weit, so gut. Ich fühle mich immer noch ein bisschen flach und wässrig. Komischerweise, wenn ich flach bin, dann sehe ich auch wässrig aus. Und dem müssen wir entgegenkämpfen. Ja. Meine Theorie ist, ich bin halt flach, dann drückt der Muskel nicht von unten so gegen die Haut und das macht einen dann weicher. So ist es. Also ich hau mir jetzt das rein. Natürlich dazu Supplements von Big Zone. Enzyme und so Scheiß. GDA. Ja. Omega-3s natürlich. Ja. Und ja, das war's. Jetzt esse ich. Beim Essen wird nicht gefilmt, weil das finde ich behindert. Bis nachher. Zack, Leute, wir sind im Auto unterwegs. Dieses Mal zum anderen Studio, zum Mr. Big Evolution Studio. Das ist das offizielle Studio des Wettkampfs, glaube ich. Die Marien ist auch dabei, wie immer. Und das wird mein vorletztes Training, Rücken. Morgen noch einmal so ein Pump-Training und dann ist das Training für diesen Wettkampf abgeschlossen. Es wird nichts Besonderes werden, ich sage euch gleich ganz ehrlich. Also ich trainiere einfach, ziehe mein Ding durch. Wie immer zeige ich euch ein paar Übungen. Wahrscheinlich filme ich auch nicht alle, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin mal ganz ehrlich. Dieses selber Filmen geht mir brutal auf den Sack. Ständig da die Kamera aufbauen und so nervt end. Das heißt, ich filme halt einfach die Übungen da, wo sich's anbietet und dann passt's. Vielleicht kann morgen der Ben bei meinem letzten Training dabei sein. Würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Aber das seht ihr ja erst dann, das weiß ich erst morgen und ihr seht es auch. Wenn ihr das anschaut, ist es ja schon abgefilmt. Also ist jetzt keine Botschaft an den Ben. Okay, wir sind jetzt gleich da. Die Fahrt ist nur 13 Minuten. Wir haben noch 9 auf der Uhr vom Navi. Und dann geht's los. Puh.
Leute, nehmt es mir nicht übel. Ich habe überhaupt nichts gefilmt beim Training. Ich muss zugeben, ich habe auch nur 3 Übungen gemacht. Und dann war ich fertig. Also, ich bin jetzt, was Energie betrifft, war ich am Ende. Ich hatte total Schweißausbruch, mir war schwindelig. Dann habe ich Training abgebrochen. Also ganz ehrlich, ich war fertig. Ich bin jetzt echt entleert, obwohl ich so viel Kohlenhydrate esse. Jetzt wird es Zeit, den Tank hier aufzufüllen. Die Diät hat mich jetzt mehr mitgenommen die letzten Tage, als ich es mir gedacht hätte. Und deswegen, ja, ich esse jetzt und halte euch auf dem Laufenden, was alles so reingeht. Bis morgen vielleicht. Ich bin echt am Arsch gerade. Leute, letzte Mahlzeit für heute. Es ist 1 Uhr in der Früh. Morgen schlafe ich aus, weil ich habe morgen keine Termine. Die Marine und ich machen nur Farbe drauf. Ich mache ein Easy Pump Training, wenn ich aufwache, nüchtern. Und dann geht das Carb Up so richtig los. Meine letzte Mahlzeit vorm ins Bett gehen ist jetzt, ich zeige es euch. Das sind 400 Gramm Fisch, da ist Fett Pfeffer drauf. Ich stehe auf Pfeffer. Ich weiß gar nicht, was für eine Fischsorte das ist, weil ich kann es nicht lesen. Aber auf jeden Fall ist es wenig Fett. Und hier sind nochmal 250 Gramm Reis roh. Und dazu lese ich ein Flex Magazine von Januar 2007. Und schöne Grüße an meine Jungs von der Massekonferenz. Ich höre euren Podcast gerade an, den neuesten. Ich bin froh, dass ihr mich auf dem 3. Platz habt. Ich werde versuchen, natürlich mich noch besser zu platzieren. Aber über den 3. Platz wäre ich auch schon froh. Also, das war's für mich für heute. Wir sehen uns morgen. Danke fürs Zuschauen. Mittlerweile geht es mir ein bisschen besser. Vorher war ich ja richtig scheiße drauf. Also, gute Nacht. Hey Leute, was geht ab? Oh. Letztes Training steht an. Sorry, dass ich gestern nicht gefilmt habe, aber ich war einfach fertig. Ich habe jetzt über Nacht, seit dem Wiegen gestern, 6 Kilo abgenommen. Mir ging es nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, warum 6 Kilo. Aber heute beim Laden geht es schon wieder drauf. Wenigstens bin ich dann hart. Also, wir sind jetzt hier nochmal im Mr. Big Gym. Natürlich mit Big Zone am Start. Und ich mache mein letztes Training. Und danach ist der Tag frei und ich kann machen, was ich will. Keine Termine mehr, nur noch essen und chillen. Ah ja, und Farbe müssen wir noch drauf machen. Also es wird jetzt hier kurzes Training. Bisschen Posing üben nochmal am Schluss zum letzten Mal vor dem Wettkampf. Und was ich heute mache ist, einfach nur pumpen. 2 Übungen für Rücken, 2 Übungen für Brust, 2 Übungen für Schultern, 1 für Arme, also jeweils 1. Und das war's. Dann noch Posing. Also ich nehme euch so gut wie es geht mit, soweit ich Bock habe, ganz ehrlich. Und dann sehen wir uns beim Post-Workout-Meal. Bis dann. Thank you.
Thank you.
So Leute, das war das Training. Wie gesagt, zwei Übungen für Brust, zwei für Rücken, die habe ich im Supersatz gemacht. Dann zwei Übungen für Schultern. Kabel seitheben habe ich nicht auf Video, aber ist ja nichts Besonderes. Und Schulterdrücken. Und dann noch Bizeps, Trizeps an der Maschine und am Kabel. Jetzt noch Posing üben. Und dann geht's nach Hause essen. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Stretching. Je nachdem, wie lange die Marine noch braucht. Weil die trainiert ja auch gerade. Also schauen wir mal. Thank you.
Boom, Leute, wir sind zurück vom Training. Ich glaube, ich habe ein paar Posing-Videos hier mit reingeschnitten, damit ihr seht, wie ich heute ausschaue. Und ich erzähle euch jetzt ganz genau, gestern habe ich ja beim Wiegen 123,7 gewogen, mit Klamotten natürlich, aber ohne Schuhe. Und heute früh bin ich aufgewacht, 116,6, Eudamore. Keine Ahnung warum, aber ich musste in der Nacht richtig scheißen, weil ich gestern auch so Bauchweh hatte und da ging ziemlich viel verloren anscheinend. Naja, jetzt haben wir trainiert nüchtern, jetzt gibt es die erste Mahlzeit. Posing habe ich auch schon geübt. Also wie gesagt, wir haben heute nichts mehr zu tun, es wird ein sehr entspannter Tag. Meine erste Mahlzeit, das ist Teil 1 der ersten Mahlzeit, ist wie immer hier Kellogg's Frosties. Und zwar sind es erstmal 250 Gramm Kellogg's Frosties mit Erdbeeren, die zähle ich nicht, und 60 Gramm Whey-Protein-Isolat. Schmeckt ziemlich geil, muss ich sagen, mit dem Whey-Protein-Isolat. Entweder Vanille oder Milchreis-Zimt. Ich glaube, Vanille ist ein bisschen besser. Ich hab zwei Shakes, deswegen, weil ich mir auch wahrscheinlich zwei Schüsseln mache. Und für die, die es ganz genau wissen wollen, ich habe auch 100 Einheiten Lantus-Insulin genommen. So, jetzt geht's los hier. Ich brauche heute noch ziemlich viel Kohlenhydrate, damit ich voll werde. Glücklicherweise ist der Wettkampf morgen erst um 17 Uhr. Das heißt nach portugiesischer Zeit frühestens 18 Uhr. Und ich habe auch noch morgen Zeit aufzufüllen. So, jetzt wird genug gelabert. Jetzt wird gegessen. Damit ihr seht, dass ich das auch wirklich esse. Weil manche glauben das immer nicht. Fülle ich jetzt ein paar Löffel mit. Keine Ahnung, was manche Leute da glauben, dass ich diese Mahlzeiten zubereite und dann wegwerfe oder sowas. Aber die sind alle wirklich authentisch. Glaubt mir. Also. Also weiter geht's. Das hier ist Schüssel Nummer 2. Nochmal 250 Gramm. Jetzt fährt irgendein Truck vorbei. 250 Gramm Frosties. Damit sind wir insgesamt bei 500 Gramm Frosties und 60 Gramm Whey Protein. Lass ruhig Fenster offen. Und ja, so weit, so gut. Leute, ich habe jetzt geschlafen erstmal. Ist ungefähr 2 Stunden später. Habe auch geduscht. Also Stunde geschlafen, so geduscht. Und wir haben Peeling gemacht. Wir machen später vor der Farbe nochmal Peeling. Und ich habe ein Geheimnis für euch. Für alle, die vor dem Wettkampf aufladen und am nächsten Morgen dann vor dem Wettkampf immer nicht scheißen können. Das ist ein krasses Problem, kennt ihr ja bestimmt. Und hier, so während des Tages, wo ich noch Wasser trinken darf, das ist wichtig. Okay, Leute, also, ich habe geduscht, naja. Pass auf, erstmal so. Ich habe geschlafen. Jetzt ist ungefähr 2 Stunden später. Dann habe ich geduscht. Die Marina hat mir beim Peeling geholfen, also mein Rücken. Und nächste Mahlzeit steht an, erst in so einer Stunde ungefähr, halb, dreiviertel Stunde. Davor werde ich aber noch ein paar Fruchtgummis essen, um meinen Kohlenhydratzufuhr weiterhin konstant zu halten. Und für alle, die auch aufladen müssen. Ihr kennt es ja bestimmt, ihr ladet auf und vor dem Wettkampf könnt irgendwann am nächsten Morgen nicht mehr richtig scheißen, weil ihr nur weißen Reis und so gegessen habt. Das Problem hatte ich auch, aber jetzt habe ich es nicht mehr. Seit ein paar Jahren. Ich habe nämlich was gefunden. Flohsamenschalenpulver. Okay, Flohsamenschalenpulver. Sage ich jetzt ganz laut, damit es jeder kapiert und keine Fragen kommen. Und da mache ich mir während des Tages, so zur Mitte des Tages, während ich noch Wasser trinken darf, mache ich mir so einen Drink hier. Okay, hier. Da ist
15 bis 20 Gramm Flohsamenschalenpulver drin, natürlich ausreichend Wasser, also den ganzen Shaker voll. Damit es nach was schmeckt, nehme ich die Big Zone Bulletproof ERAs in Apfel. Und dann kann ich morgen, immer so 12 Stunden später, kann man dann richtig gut aufs Klo. Ja. Wichtig ist, dass man genug Wasser drin hat. Also für 15 bis 20 Gramm braucht ihr schon so einen Shaker voll Wasser. Und dann läuft's im wahrsten Sinne des Wortes. Und in diesem Sinne, Prost. So, und weiter geht's. Ich habe was ganz Tolles gefunden. Die finde ich besser als Haribos, weil da ist keine Fructose drin. Also ich habe grundsätzlich keine Angst vor Fructose. Ich esse auch schon Bananen zum Aufladen oder Erdbeeren und so, ja, oder normalen Zucker. Aber wenn ich will jetzt nicht mich mit Fructose überladen. Und zwar gibt es hier diese Janosch Bärenfreunde. Okay? Das sind fruktosefreie von der Firma Frusano. Schaut. Das sind fruktosefreie Fruchtgummis. Die gehen halt voll in die Muskeln, das merkt man auch. Und davon baller ich mir jetzt ein paar rein, so als Zwischenmahlzeit. Ein Päckchen hier ist 50 Gramm. Ich mache 4 Stück davon. Das ist ungefähr, wartet, Kohlenhydrate so 180. Und dann, ja, vielleicht auch 2 Stück und dann noch ein paar Coco Pops. Muss mal schauen. Dann mache ich ein bisschen Stretching. Und wir gehen dann noch zum Einkaufen, kaufen uns irgendwas Cooles. Die Maren ist im Fitnessstudio, trainiert ein bisschen Cardio und Bauch. Ich habe natürlich keinen Bock mehr, weil meine Arbeit ist getan. Und ja, vielleicht nehmen wir euch mit zum Einkaufen, aber ich weiß es noch nicht. Of course you learn. So, nächstes, also das esse ich jetzt zu den, wie gesagt, Bärenfreunden dazu. Ich habe jetzt 2 Bärenfreunde gegessen. Da esse ich 100 Gramm. Oh, seht es. Hier. Das sind so spanische Choco Rice. Die haben auch Kohlenhydrate. Wo haben wir's? 83, also wie gesagt ungefähr 160 Kohlenhydrate. Leute, wir sind wieder. Ich habe die Maren vom Fitnessstudio abgeholt, mehr oder weniger. Und zurück im Apartment. Es ist jetzt wieder so 90 Minuten später. Die nächste richtige Mahlzeit steht an. Die ist jetzt etwas sauberer, sage ich mal. Passt auf. Hier, ich nehme auch übrigens immer eine Kaliumtablette zu jeder Mahlzeit. Salz wird nicht limitiert und Wasser auch nicht. Ich habe heute schon knapp 8 Liter getrunken, so 7,5 ungefähr. Die nächste Mahlzeit ist, passt auf, sieht richtig gourmetmäßig aus. Das ist 250 Gramm Reis, natürlich Rohgewicht, und 200 Gramm Fisch. Ich habe euch, glaube ich, gestern schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für ein Fisch ist. Auf jeden Fall ist er sehr mager, was die Nährwerte betrifft, auf der Packung. 1,5 Gramm pro 100. Und er schmeckt endgeil. Und jetzt passt auf. Im Supermarkt habe ich das hier gefunden. Diese Soße, die ist für Pizzas und Bruschetta. Bruschetta, oder wie das heißt. Auf jeden Fall schmeckt die richtig geil. Die hat weniger als 0,5 Gramm Fett pro 100. 11 Kohlenhydrate und 2,5 Gramm Protein, natürlich zählt es nicht, aber die mache ich mir drauf. Die Soßen wiege ich nicht ab, weil das finde ich bescheuert, aber die schmeckt richtig geil, Mann. Besser als jedes Ketchup und Barbecue-Soße und sonst noch was. Schade, dass es sowas in Deutschland nicht gibt. Bei uns gibt es ja immer nur Dosen, die sind dann offen und dann nervt's. Aber hier, das Zeug, Mann, ich überlege mir fast, ob ich noch eine extra Tube mit nach Hause nehme.
Also das haue ich jetzt hier drauf auf den Reis. Keine Ahnung, wie viel das ist. Ich kann es euch ja mal zeigen. So. Und dann ist das meine nächste Mahlzeit erstmal. Wir sehen uns. Also um das Ganze jetzt noch aufzuwerten, was Kohlenhydrate betrifft, bei 52 Gramm Reis sind ja nur 190 Kohlenhydrate oder 188. Gibt es jetzt nochmal hier 100 Gramm Coco Pops. Das macht das Ganze dann auf 272, diese Mahlzeit. Okay. So Leute, Farbe ist drauf. Nächste Mahlzeit steht an. Ich habe in der Zwischenzeit auch einen Snack gegessen. Ich kann euch kurz vorlesen, was das war. Und zwar nochmal 100 Gramm von diesen Bärenfreunden. 25 Gramm Reiswaffeln, weil die lagen hier noch rum von gestern. 2 Twix White und 50 Gramm Coco Pops. Das waren nochmal 175 Gramm Kohlenhydrate. Und jetzt nochmal hier, es werden 2 Schüsseln werden, kann ich euch gleich wieder sagen. Wieder das gleiche wie das Frühstück. Und zwar 300 Gramm Erdbeeren, 60 Gramm Battle Isolat Vanille, 500 Gramm Kellogg's Frosties. So, aber ich mache halt zweimal 250. Ja. Also so sieht das Ganze aus, das erste. Und dann kommt gleich die nächste Schüssel hinterher. Ein Tagestotal gebe ich euch dann, bevor ich ins Bett gehe. Gut. Letzte Mahlzeit ist angesagt. Also, wir haben wieder hier meine Zaubersoße. Dann, wie immer, ihr wisst es, ihr kennt es mittlerweile schon. 200 Gramm Fisch. Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, das ist Seehecht. Schmeckt sehr geil. 250 Gramm Reis. Und die Nachspeise werden 2 Apfeltaschen von McDonald's. Das war's für mich für heute. Ah, dazu gibt es natürlich, da ist Salz drauf. Und dazu gibt es eine Kaliumtablette. Das ist dann meine vierte für heute. Das heißt 2400 Milligramm Kalium. Ich habe auch gerade meinen Blutzucker gemessen. Erst war 240. Dann dachte ich mir, oh fuck, das ist viel. Habe 10 Einheiten Humalog genommen. Und also intravenös. Bin draußen, habe einen halben Liter Wasser getrunken. Noch dazu. Das macht mich jetzt auf 8,5 Liter Wasser heute. Normal hatte ich immer 9 bis 10 und bin draußen 20 Minuten spazieren gegangen. Und jetzt habe ich ihn nochmal gemessen, Blutzucker beim ersten Mal 47 und dann nochmal zur Korrektur. Ne, ersten Mal 49 und dann nochmal zur Korrektur 47. Also perfekt für die letzte Mahlzeit, jetzt vorm ins Bett gehen. Es werden jetzt hier noch so 200 Kohlenhydrate, schätze ich. Und dann ist mein Total heute, ich kann es euch sagen, ich poste auch ein Bild wahrscheinlich rein. Passt auf. Erstmal hier, dass ihr mir glaubt. Ich hoffe, das kann man sehen. Hier. Blutzucker 47. Kann man das sehen? Ja. Und mein Total an Kohlenhydraten. 60 Gramm Fett, also 59 Gramm Fett. Sagen wir mal 60, 65 wahrscheinlich. Ich habe auch noch Omega-3s genommen. 1735 Kohlenhydrate und Protein 322. Ist gut für heute. Danach gehe ich jetzt ins Bett. Vielleicht wache ich in der Nacht nochmal auf und esse was. Das filme ich natürlich auch, aber wahrscheinlich nicht. Weil ich habe auch eine Schlaftablette genommen. Jetzt ist es 2 Uhr. Ich würde gern durchschlafen, so bis 10. Der Wettkampf ist ja erst um 17 Uhr, das heißt portugiesische Zeit 18 Uhr oder 18.30 Uhr. Das heißt, ich habe dann noch fett 7 oder 8 Stunden Zeit, noch mehr zu essen.
Posing zu üben und falls nötig Wasser rauszulassen. Aber für heute wahrscheinlich gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Big Zone, Rex 10, Peace. Also Leute, ich habe mich umentschieden. Ich esse doch keine Apfeltaschen, die hebe ich mir für morgen auf. Ich esse 50 Gramm Reiswaffeln mit dieser Erdbeermarmelade hier. Ja. Spontanität. Morgen Leute, der Tag des Wettkampfs ist angebrochen. Ja, alles sieht soweit geil aus. Ich habe heute schon einen Liter Wasser getrunken, einen halben Liter Kaffee und 5 Runden gepostet. Gewicht ist über Nacht gefallen, komischerweise. Von 120,7 beim Wiegen, zwar mit Klamotten. Dann war es gestern 118,7. Nee, 117,7. Und heute war es 115,6. Keine Ahnung warum. Ihr habt ja gesehen, dass ich 2000 Gramm Kohlenhydrate gegessen habe und 10 Liter Wasser. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen dagegen essen. Ich habe hier McDonald's. Wir haben 2 McRoyals, ein Big Tasty, 2 große Pommes und 4 McFlurries. Die ziehe ich mir jetzt rein. Ich habe auch 2 Donuts genommen und 2 Cookies, aber die ziehe ich mir jetzt rein. Und dann ist Wettkampfzeit in, jetzt ist 12, ungefähr 18, wahrscheinlich 19 Uhr komme ich dran. Also so in 4-5 Stunden. Also, let's go. Big Tasty. Oh ja, und ich nehme wieder eine Kaliumtablette dazu. Ich muss schauen, ob der... Wie gesagt, ich habe ja 3 Burger. Ich weiß nicht, ob ich alle esse. Aber ich muss schauen, ob der McRoyal besser schmeckt. Weil dann esse ich lieber die 2 McRoyals als den. Weil der schmeckt ehrlich gesagt nicht so gut. Das ist schon der Beste. Muss man McDonald's lassen. Ketchup. Irgendwie sind die Ketchup-Dosen von McDonald's, Dosen, die Ketchup-Päckchen von McDonald's definitiv kleiner geworden. Also da war früher mal mehr drin, 100 pro. Ich glaube, da war früher 20 Gramm drin, weil das sind nur 10. Ja, definitiv. Also der schmeckt viel besser als der andere. Hier ist der Big Tasty übrigens ohne Bacon. Amazon Friday ist am 11. und 12. Juli. 2 ich schaue mir an, Morel Carver. Es ist nicht immer leicht, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. In Prag 2015. Deswegen wird es Zeit für eine Routine. Da war ich mit ihm zusammen. Da habe ich genau miterlebt, wie er sich vor dem Wettkampf auflädt. Genauso. Gibt es auf YouTube.
Extreme Carb Up, Guess IFBB Pro, Juan Morel, Juan Diesel Morel. Ich muss jetzt gleich aufmachen, sonst habe ich YouTube Copyright. Bis nachher. Pass auf, das ist für alle Hater, die immer nicht glauben, dass ich das esse. Es gibt wirklich Leute, die denken, ich mache bloß Fotos vom Essen und dann werfe ich es weg oder so. Also pass auf, hier. Ihr habt ja schon gesehen, wie ich angefangen habe zu essen, aber hier leer, leer. Der ist nicht so gut, ich sag's euch ganz ehrlich, also der Big Tasty ist hier ohne Bacon und ich habe die Burger ohne Soße bestellt alle, weil ich mag das Barbecue-Soße drauf machen selber. Außerdem sind die Burger dann frisch, weil die können die nicht mit Soße zubereiten. Oder die bereiten die mit Soße schon vorher zu und wenn sie einen ohne Soße machen müssen, dann müssen sie einen neuen machen. Okay, Geheimtrick für alle McDonalds-Gänger. Also wie gesagt, jetzt habe ich hier 2,5 Burger gegessen, 2 große Fries und jetzt esse ich noch, ich habe McFlurry, 4 Stück. Ich esse, glaube ich, aber nicht alle 4, ich esse erstmal 2 und dann schaue ich weiter. Aber hier ist der Beweis, ja. Es war ziemlich gut. Klicks. Also hier ein McFlurry, Oreo und Strawberry, finde ich geil. Hatte ich gestern Abend schon ein bisschen, aber nur so einen halben. Den habe ich nicht mitgezählt zu den 2000 Kohlenhydraten. Ah, wartet, ihr wollt ja sehen, wie ich esse. Mmh. Für die Fetischisten. Mmh. Und hier sind ganze Erdbeeren drin. Das finde ich noch geiler. Ich habe 5 Euro Trinkgeld gegeben. Deswegen glaube ich, haben die mir ein bisschen mehr reingemacht. Ja, die Marine ist im Bad. Macht sich noch schöner, dass sie beim Wettkampf, wenn der Ben filmt, gut aussieht. Ha! Wie gesagt, ich habe 4 McFlurries. Das hier ist eins ohne Topping. Ich wollte sozusagen ein großes Sundae. Ich habe nur mit Karamellsoße bestellt. Aber die machen hier die Karamellsoße so unten rein. Beziehungsweise so in die Mitte. Was ich besser finde, um ehrlich zu sein. Weil dann hat man Eis, Karamellsoße, Eis und nicht oben die ganze Karamellsoße und dann kein Eis mehr. Besser gesagt, und dann unten nichts mehr. Also, gute Arbeit, McDonald's Portugal. So, und das ist jetzt McFlurry Nummer 3. Da ist Karamell und Erdbeer gemischt. Das ist richtig geil. Ja. Hm. Ich mach mal den Test Karamell und Erdbeer. Eins A zu empfehlen.